Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ich darf Sie herzlich begrüßen hier in der Bayer Arena. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf. Die Gäste sind aktuell das Team mit der schlechtesten Auswärtsbilanz. Tja, bislang nur ein einziger Sieg aus 9 Spielen, alles andere als eine gute Bilanz. Anstoß Bayer. Und damit läuft das Spiel dann endlich. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Pass auf die Außenbahn. Baumgartling. Bellarabi. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Schön erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Hennings! Parade von Radetzky, Gefahr noch nicht bereinigt. Da verlieren sie den Ball. Die Bayer-Fans machen ihrem Team Mut. Leverkusen aktuell zu passiv, lässt viel zu. Chance zur Führung! Ja, das sieht der Trainer gar nicht gerne. So eine Chance müssen sie nutzen. Ja, aus der Distanz vor allem, Wolf, da müssen sie das Tor schon machen. Baumgartlinger. Passt ihn auf den Flügel, dem hier bei. Baumgartling. Bellarabi. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das nichts mit dem Treffer. Tommy. Schlipski. Ist hier immer noch am Ball. Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Kahn Eihahn. Ballverlust. Guter Pass. Super Pass. Ball kommt an. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans legen sich in den Armen, die Spieler legen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Herrlicher Alleingang. Ja, sowas sieht man nicht allzu häufig. Keiner kann ihn stoppen. Und am Ende hat er dann sogar jede Menge Zeit und macht ein super Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So, weiter geht's. Bayer 04 liegt hier jetzt vorne. Super Pass! Gute Aktion! Tja, das war keine gute Flanke. Jetzt Bellarabi. Sven Bender jetzt. Singraven. Baumgartlinger. Vorland. Ja, geht gut dazwischen. Gefährlich! Klasse Pass. Schöner Pass. Sieht gefährlich aus. Ball an den kurzen Pfosten. Weiter Gefahr nach Radetzkys Abwehr. Klasse Einsatz. Hätte sonst gefährlich werden können. Misslungener Pass. Start. Schöne Aktion. Kann er was draus machen. Schade. Der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Thank you.
Belarabi am Ball. Ja, das sieht gut aus. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Da ist die Flanke. Da passt er auf, Ball geklärt. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Schrebski. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Kai Havertz. Dem hierbei. Sind gerade. Sie lassen sie jetzt erstmal kommen. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt die Flanke. Er passt ihn auf den Flügel. Nun Belarabi. Die Möglichkeit zu flanken. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Ta. Nun Sven Bender. Sind Graven. Baumgartling. Vollands. Volland. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion. Alles richtig gemacht. Im Sinn Applaus. Ecke kommt ins Zentrum. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Und jetzt ist der Ball geklärt. Nun Belarabi. Jetzt vielleicht die Flanke. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es oben drauf. Da kommt die Flanke. Er pariert, aber der Ball bleibt im... Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Das ist natürlich bitter für den Torhüter. Den ersten abgewehrt, aber dann klingelt es trotzdem. Ja, aber am Keeper hat es hier nicht gelegen. Seine Abwehrspieler haben ihn einfach im Stich gelassen. Hier nochmal dieser Treffer. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Gute erste Hälfte, sie liegen mit 2-0 in Front und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Harmlos sein Auftritt bisher. Er kann sich da vorne überhaupt nicht in Szene setzen. Das ist auch ein Grund für den Rückstand. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Das ist eine gute Ballbesitzquote bislang hier von Bayer Leverkusen. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein überlegener Auftritt raus. Das ist die Führung. Ecke kommt in den 16er. Da können sie klären. Baumgartling. Und jetzt der Schuss. Ganz stark abgeblockt.
Ecke in die Mitte. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Ein guter Block hier. Klasse Pass. Was macht er draus? Macht er gut. Flanke kommt kurz. Gut aufgepasst, er hat die Flanke. Dem hier bei. Ziemlich defensiv, was sie da im Moment machen. Die rühren da hinten ziemlich Beton an. Das wird hier Ecke geben. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Die Ecke kommt rein. Auf der Linie gerettet. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Wahnsinn. Kerem Demirbay. Ball kommt an den langen Pfosten. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. David Kownacki. Sie holen sich den Ballbesitz. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Demirbay. Gefährlich. Ball kommt in die Mitte. Jetzt der Ballverlust. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Baumgartling. Kevin Volland. Chance Kevin Volland. Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Sie bauen den Vorsprung hier weiter aus. Ein ganz starker Auftritt der Mannschaft. Sie spielen weiter nach vorne. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Gut gearbeitet, er hat den Ball. Baumgartlinger. David Kownacki. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Der Spielerwechsel jetzt bei Fortuna Düsseldorf. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Suttner. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Super dieses Zuspiel. Da ist die Flanke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Sie verlieren den Ball. Chance zur Flanke jetzt. Ball an den kurzen Pfosten. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Ballverlust. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Baumgartling. Jetzt können sie vielleicht kontern. Da bedankt sich die Abwehr, die Konterchance ist erstmal vertan. Vollern! Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Es wird einen Spielerwechsel geben, Buschi, und zwar bei Bayer Leverkusen. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. Der Ball kommt rein. Der Ball ist im Aus. Es geht hier mit Abschluss weiter.
Kai Havertz. Julian Baumgart. Da kommt der Pass. Flanke kommt an den kurzen Pfosten. Den Ball hat die Abwehr. Hennings. Fink. Und das war knapp, aber es war abseits. Es wird einen Spielerwechsel geben, Buschi, und zwar bei Bayer Leverkusen. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Dem hierbei. Weiser. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Der Torwart passt da auf. Ganz locker macht er das hier. Bellarabi. Kai Havertz. Kerem Demirbay. Er geht vorbei am Verteidiger. Jetzt warten hier beide Teams auf den Abpfiff. Das war eine einseitige Partie und wir sehen einen verdienten Sieger. Sieht gefährlich aus. Das war wichtig, diesen Ball noch abzufangen. Das hätte was werden können. Da ist die Flanke ins Zentrum. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Klare Sache heute. Der Sieg war im Grunde nie gefährdet. Und das finde ich dann doch erstaunlich, denn so kennen wir dieses Duell ja wirklich überhaupt nicht. Es waren sonst immer enge Spiele. Wie schätzt du die heutige Leistung von Kevin Volland ein, Buschi? Er hat heute sein Tor gemacht, hat dann am Ende auch den Sieg eingefahren. Das ist Grund zur Freude.